Nun sind wir hier mit den Studierenden, die im Ausland waren. Und das ist einmal Friedemann Lieberenz aus Jena und einmal Laura Breitenstein aus Leipzig. Und Friedemann studiert Elektrotechnik, Informationstechnik mit dem Schwerpunkt Automatisierungstechnik. Und Laura studiert soziale Arbeit. Und ihr könnt euch ja noch mal ein bisschen näher vorstellen. Ja, wie gesagt, ich bin Friedemann. Ich war im Ausland für knapp 5 Monate im Rahmen eines Doppel-Bachelor-Programms der ERH mit der Tongji-Universität in Shanghai. Mhm. Beziehungsweise das ist dann die Teiluniversität CDHW, das ist die Chinesisch-Deutsche Hochschule für angewandte Wissenschaften. Eigentlich war das, wie gesagt, für ein Jahr geplant, dann kam Corona und dann musste ich leider im Januar schon zurück. Das heißt, ich habe sozusagen die Hälfte absolviert. Ja. Der Doppelbachelor bedeutet im Grunde genommen, man ist ein Semester dort fürs Studium und macht danach ein Semester oder je nachdem, wie lange man braucht, seine Bachelorarbeit und ein Praktikum vor Ort in einer Firma. Mhm. Und diesen letzten Teil konnte ich eben nicht machen, aber das habe ich jetzt sozusagen hier in Deutschland dann nachgeholt. Ja, ich war in Frankreich, in Lille, an der École supérieure en travail social. Bin im März 2020 hingefahren mit dem Bus, 17 Stunden. Ja, und bin im Januar 2021 diesen Jahres wiedergekommen. Mhm. Auf welcher Grundlage habt ihr euch für das Land oder auch die Universität oder auch beides entschieden? Was war da so der ausschlaggebende Punkt? Bei mir war das, dass dieses Doppel-Bachelor-Programm aktuell nur für China, für genau diese Universität in Shanghai gilt. Und wir waren auch die allerersten des Fachbereichs, die es gemacht haben. Mhm. Dann hat es so ein bisschen noch mit reingespielt, dass alles ein bisschen neu war für uns. Da gab es auch ein paar Probleme, aber es hat sich alles geklärt. Aber ich bin eigentlich vor allem gefahren, weil halt 2 Kommilitonen sich entschieden haben. Okay. Ein bisschen eher, also der erste hat sich schon im September entschieden, bei mir war es dann erst im März. Und ich habe halt gesagt, naja, okay, ich bin jetzt nicht so der Mensch, der das unbedingt alleine machen würde, aber wenn halt 2 gute Freunde mitkommen, das macht das Ganze ein bisschen einfacher und ein bisschen spaßiger und man hat doch irgendwie eine Ansprechperson vor Ort und so und das motiviert einen doch eher, sowas zu machen. Und ich hatte eigentlich noch nicht Lust aufzuhören mit dem Studium, sondern ich wollte noch ein bisschen weitermachen, noch ein bisschen was erleben und so ist das dann gekommen. Wie war das bei dir? Bei mir, ich hatte eine Freundin, die war aus Frankreich und mit der, dadurch, dass sie nur Englisch und Französisch sprechen konnte und ich Englisch schon konnte und so einen kleinen Sprachenfäbel hatte oder immer noch habe, hoffentlich, genau, wollte ich einfach die Sprache lernen und die Kultur sehen und mal langsamer essen, als in Deutschland immer geschlungen wird. Interessanter Punkt. So als Motivation. Hm. Ja, cool, also sind es dann Frankreich und China geworden. Und gar nicht so aus studienbedingten Motivationen heraus. Also ist ja auch interessant zu hören. Wie hat es denn für euch mit der Finanzierung geklappt? Also wir haben ja eben unterschiedliche Finanzierungsmodelle davon erzählt bekommen von Nancy und Julia. Habt ihr auch da irgendwie eine gewisse Art von Förderung in Anspruch nehmen können? Ja, also ich bin ja mit dem Erasmus Plus gegangen. Mhm. Dadurch hatte ich erstmal, ich weiß gar nicht mehr, wie viel das war, ich glaube 400 Euro im Monat. Ich habe das ja in Stückelung bekommen. Und monatlich habe ich dann noch Auslands-BAföG beantragt, wodurch ich dann, glaube ich, am Ende irgendwie 900 Euro im Monat hatte. Und das war auch knapp an der Grenze, dadurch, dass die Hälfte dafür schon allein für die Miete draufgegangen ist. Okay. Weil es dort schon der Lebensstandard, also das, was man an Geld braucht, ist generell in Frankreich höher. Mhm. Für Essen habe ich, hier komme ich mit 200 Euro klar, dort kommt man nicht unter 350. Also, aber das ist gut organisiert gewesen. Das war, lief alles. Ja, China ist natürlich ein bisschen was anderes. Die Unterhaltungskosten, zumindest im Mainland China, sind enorm günstig. Ich habe persönlich von 300 Euro Deutschlandstipendium gelebt und habe auch noch Auslands-BAföG beantragt, aber ich habe dann letztendlich auch so viele Reserven persönlich gehabt, die ich über mein Studium aufgebaut habe, dass ich dafür schon gar nicht mehr in Frage gekommen bin und halt einfach offen meinen Reserven nebenbei gelebt habe. Aber in China, selbst mit den 300 Euro, bin ich im Monat sehr gut ausgekommen. Also wir haben für unsere Wohnung etwa 150 Euro im Monat gezahlt. Das ist so, wenn man es umrechnet. Dann hat man Strom und Wasser, hatte man so ein Freikontingent. Da musste man eigentlich nichts für zahlen, wenn man relativ normal gelebt hat und nicht jeden Tag ewig lange duschen war. Und dazu noch ein bisschen Internet und so. Aber fürs Essen zahlt man nahezu nichts. Also man ist wahrscheinlich mit 5 Euro am Tag fürs Essen ausgekommen. Da man dort eigentlich nie selber kocht, sondern man geht immer essen und
wenn ich dort in die Mensa gehe, kriege ich eine volle Mahlzeit, die jetzt nicht super gut aussieht und so und halbwegs ordentlich aber schmeckt, für 1,50 € maximal so gefühlt. Das ist einfach auch ein bisschen was anderes als im Gegensatz zum Beispiel zu Frankreich. Deswegen braucht man weniger, aber meine Kommilitonen, die beiden, die mit waren, hatten ein anderes, die hatten ein Stipendium, wo halt auch das, die Wohnung mitgezahlt wurde und so. Also da gibt es auch genug andere Möglichkeiten, nur ich habe mich zu spät, sagen wir es mal so, entschieden. Da waren die meisten Stipendien, die es gibt, einfach schon die Fristen durch. Also sollte man sich einfach ein bisschen eher entscheiden, als ich es getan habe. Da hätte ich gar nicht gedacht, dass es in Shanghai ja, weil so, wir, so geht, weil stellt man sich doch allgemein doch. Naja, wenn man eine eigene Wohnung hat, eine eigene Wohnung im Stadtzentrum, ist was ganz anderes. Okay. Da zahlt man mehr und so und dann hat man nicht das billige Essen auf dem Campus. Okay, also das macht den Unterschied, genau. Und wie war das bei dir? Du hast ja schon mal die Miete angesprochen, die recht heftig war und so das Drumherum. Du meinst die, so die Wohnsituation? Genau, also die Wohnsituation an sich so und Mensa-Essen und... Ja, also ich habe die ersten... Also um das vielleicht ein bisschen zu erklären, dadurch, dass ich im März hingegangen bin, war ich quasi 3 Tage in der Uni und dann war Lockdown und ich hatte vorher noch keine Wohnung gefunden. Also der Wohnungsmarkt, dadurch, dass Lille halt in diesem Dreieck liegt zwischen England, Belgien und Paris, ist das super überlaufen. Man findet super schlecht eine Wohnung und bin dann vor Ort gewesen. Und mich hat erstmal eine Kommilitonin dort aufgenommen, die ich überhaupt nicht kannte, aber ich bin da ziemlich offen. Und wir haben dann quasi zu dritt in einer Zweiraumwohnung gewohnt für 2 Monate lang, weil der Lockdown war und man nicht umziehen durfte. Ach so, ja. Und auch nach 2 Monaten, als ich dann umgezogen bin, war das illegal noch. Aber das war zu viel für uns alle, dort in dieser kleinen Wohnung. Es hat uns extrem belastet, weil wir auch permanent aufeinander gehockt haben. Und ich habe dann, das war absolutes Glück, ich habe in einem Haus gewohnt mit 4 anderen, mit Garten und Musikraum unten, also was man sich alles wünscht. Und es hat mir auch oft geholfen, weil man ja hauptsächlich zu Hause war durch Corona. Das stimmt. Ja, also pandemiebedingt sind das natürlich nochmal ganz besondere Umstände, also wie ihr euren Aufenthalt verbracht habt. Ja. Wie würdet ihr euren Studienalltag beschreiben? Also hauptsächlich zu Hause, aber wie sah das so konkret aus? Ich habe ja vor der Pandemie angefangen, also im September. So, da waren ja noch ein paar Monate, bevor das wirklich losging. Es ging ja dann erst Januar, Februar. Das heißt, mein Studienalltag war jetzt nicht so viel anders, würde ich sagen. Steht halt früh auf, macht sein Frühstück und so. Ich glaube, ja... Es ist unterschiedlich, dass man einfach irgendwie immer auswärts essen geht. Die Unterrichtseinheiten halt mittags eine längere Pause und so. Und teilweise hatten wir geplant Unterricht bis 21 Uhr. Das hat was damit zu tun, dass halt ein deutscher Dozent da war, der aber nicht über das komplette Semester da war, sondern nur 2 Monate. Das heißt, alle Vorlesungen wurden in diese 2 Monate reingestopft. Und dann hatte man halt mal 5 Stunden gefühlt am Stück laut Plan Vorlesung, aber der hat das dann auch immer zusammengekürzt und wir haben Pausen weggelassen, einfach damit wir abends irgendwie auch ein bisschen Freizeit hatten. Das war am Anfang relativ anstrengend, aber ansonsten finde ich, das war es jetzt nicht so anders. Was ein bisschen unterschiedlich ist, dass man Anwesenheitspflicht in nahezu allen Fächern hat. Das wird auch kontrolliert und am Ende fließt das in die Noten mit ein. Deswegen ist es schwer halt zu sagen, naja, ich mache jetzt mal eher Wochenende und fahre mal am Freitag schon irgendwo hin, sondern meistens muss man da sein. Natürlich kann man auch Leuten sagen, hier hebt man die Hand für mich und so. Aber man weiß ja trotzdem immer nicht, wie das den Dozenten auffällt. Also das ist schon was ein bisschen ungewohnt war, aber für mich jetzt nicht schlimm. Ich bin sowieso jemand, der immer hingeht, einfach damit das gehört hat. Ja, bei mir, als es dann im Lockdown war, also 3 Tage war normal, das ist von, ich glaube um 9 bis, ich kann mich nicht mal dran erinnern, um 9 bis 16 Uhr, eine Mittagspause, eine Stunde und man hat quasi eine Woche Blockunterricht, da hat man vormittags einfach, nachmittags einfach und hat dann 3 Wochen Praktikum, also das ist wie duales Studium, da ist es komplett anders, dadurch, dass es auch, ich glaube, es hängt damit zusammen, dass es auch eine Privathochschule ist. Ich habe mich aber auch umgehört und auch alle anderen Hochschulen machen das so, dass da Praktika immer nebenbei läuft mit. Ja, und als es im Lockdown losging, dadurch, dass es eine ziemlich kleine Hochschule mit 200 Menschen. Studierenden. Ja, genau. Menschen ist das natürlich auch sehr familiär gewesen und aber auch technisch waren die jetzt nicht so versiert, dass die da so schnell handeln konnten. Okay. Dass die quasi nur eine Mail geschickt haben für das Fach
macht mal das und das, dann kam da 10 Seiten Text oder eine Stunde YouTube irgendwas. Ich habe dann gesagt, weil bei Video, das konnte ich nicht. Ja. Also das war einfach sprachlich nicht möglich. Mhm. Der ist dann gesprungen in seinen Gedanken und dann wusste man schon wieder nicht, wo der ist. Und da habe ich gesagt, das kann ich nicht, tut mir leid. Okay. Schickt mir einen Text, ich mache was anderes. Und dann ist es meistens darauf hinausgelaufen, dass ich dann wirklich den ganzen Tag vor diesem Text saß, mir Wörter rausgesucht habe, die ich nicht verstehe, um das dann irgendwie zusammenzufassen. Mhm. Ja, also es war sehr viel zu Hause, sehr viel Lesen und mir haben aber auch die Kommilitonen, bei denen ich gewohnt habe, dann viel versucht zu helfen. Das war schön. Das war der Vorteil, dass ich da bei der Kommilitonin gewohnt habe. Ja. Also so ganz alleine wärst du wahrscheinlich. Ja. Ja, dadurch hattest du die Anbindung, die du eigentlich jetzt pandemiebedingt nicht hattest, gehabt hättest dann. Ja. Mhm. Ja. Und wie war so im Allgemeinen die Mentalität eurer Kommilitonen? Also sowohl derjenigen, die ihr vielleicht auch über, sagen wir mal, Erasmus oder so kanntet, aber auch die Einheimischen? Ja, also die anderen Studierenden, prinzipiell geht ja jeder ins Ausland, um halt seinen Spaß dazu haben. Also ich glaube, das ist prinzipiell eine positive Grundstimmung da. Die Leute sind sehr aufgeschlossen, wollen immer was erleben. Ich habe in einem Ausländerwohnheim gewohnt, wo halt Leute aus der ganzen Welt sind, sehr viele Inder und auch, was weiß ich, USA. Und das ist so eine bunte Mischung und da ist irgendwie immer was los. Und man findet eigentlich irgendwie immer jemanden zum Abendessen und Englisch können sie irgendwie alle. Ja. Ich konnte sogar mein Französisch ein bisschen mit ein paar Franzosen weiter üben und so. Also ich denke, die meisten sind schon halt einfach sehr aufgeschlossen und man tauscht sich aus, auch erzählt so Geschichten wo aus seinem eigenen Land und bringt das so ein bisschen rüber. Und mit den chinesischen Kommilitonen würde ich immer sagen, man muss so ein bisschen so eine Barriere erstmal überspringen von beiden Seiten. Und wenn man dann mal so ein bisschen miteinander redet und so und was miteinander zu tun hat, sind die meisten auch, dann öffnen sie sich und dann reden sie auch mit einem und sowas. Dann kann man auch viel Spaß haben und dadurch, dass an der CDHW die meisten Studierenden planmäßig auch für mindestens ein Semester ins Ausland sollen, sind sehr viele daran interessiert, vorher den Austausch mit Deutschen zu suchen. Okay. Die können meistens auch, die haben Deutschunterricht, die können alle so ein bisschen Deutsch, die sind natürlich teilweise sehr perfektionistisch und trauen sich nicht, Deutsch zu sprechen, weil sie denken, sie sind zu schlecht, aber was soll's, verstehen tun wir sie meistens trotzdem. Mich hat dann auf dem Campus ein Student angesprochen, ob ich nicht Bock hätte auf ein Sprachtandem, das heißt, er bringt mir Chinesisch bei, ich spreche mit ihm Deutsch. Der konnte auch super gut Deutsch, der hat schon in Österreich irgendwo gewohnt und was weiß ich. Also das ist so auch dann ein Austausch gewesen, einfach weil für Chinesen ist es nicht so selbstverständlich wie für uns, die Welt zu bereisen und mal in andere Länder zu kommen. Okay. Es ist eher was Besonderes und deswegen sind auch Ausländer zu treffen und so, es hat einen anderen Stellenwert und das machen die sehr gerne einfach, um diesen Austausch zu fördern und ein bisschen was von der Welt sozusagen zu erfahren. Das haben wir auch festgestellt, als wir im Urlaub sozusagen mal in anderen Städten waren, wo weniger Auslandstouristen sind und so, da wird man schon komisch angeguckt, die Leute machen Fotos von einem. Es ist einfach, die kommen zu einem, wir haben kleine Kinder, die kommen zu uns, rufen Hello und rennen wieder weg, weil die das einfach freut, dass die mal jemand anderen sehen und mal so, für Chinesen ist halt was Wichtiges, Englisch zu können und irgendwann mal im Ausland zu sein oder so, weil das eben nicht jeder einfach so machen kann. Und das hat man auch gemerkt. Und ich meine, das kann was Positives sein, wenn man so ein bisschen im Rampenlicht steht. Es kann auch was Negatives sein. Also jeder nimmt das ein bisschen anders wahr. Und die Leute sind auch manchmal anders. Also ich fand es auch komisch, wenn sich Leute 3 Meter vor dir stellen, ein Foto von dir machen, weil du halt ein Ausländer bist. Das ist ein bisschen ungewohnt einfach. Aber jetzt nicht unbedingt, also ich bin da relativ positiv dem gegenüber. Also es ist nichts, was mich groß stören würde. Ja, bei mir. Also ich gehe jetzt davon aus, dass von dir keine Fotos gemacht wurden. Nee, von meinem Fernsehen. Ich hätte die Frage zu gekriegt. Doch, da wäre ich aber auch beleidigt. Ich wurde oft darauf angesprochen, ob ich aus Schweden komme. Ach so, okay. Ich werde irgendwie immer gefragt, ob ich aus Schweden komme, ja. Okay. Ja, wegen der blauen Augen wahrscheinlich und dem blonden Haar. Ja. Nee, ich habe gleich am Anfang in diesen ersten 3 Tagen, wo ich in der Hochschule war, habe ich quasi Kontakte geschlossen, weil ich auch ein sehr offener Mensch bin und da einfach hemmungsfrei mit den Leuten, die Leute auch anspreche. Die haben sich auch gehalten. Also selbst über den Lockdown haben wir das geschafft, trotzdem immer mal so zwischendurch zu schreiben. Oder die haben mich gut eingebunden. Die haben mich willkommen geheißen. Mhm. Das war echt krass, dass auch jetzt noch mehr Leute von da schreiben, obwohl wir uns echt wenig gesehen haben. Wir waren vielleicht 3-mal zusammen Bier trinken, als es dann möglich war. Und trotzdem ist da sowas geblieben.
Und ich bin denen auch sehr dankbar. Viele haben auch mich so ein bisschen gezogen in den Momenten, wo ich halt nicht mehr konnte, weil es einfach zu viel wurde, dann zu Hause die ganze Zeit zu sitzen. Mhm. Ja, also die Mentalität, ich glaube, sie ähnelt sich sehr mit der Mentalität aus Deutschland. Nur, dass die halt nicht so einen Stock im Arsch haben manchmal. Ja. Müssen wir das piepen eigentlich? Ich glaube nicht. Ja. Gab es denn eine Situation oder habt ihr Erfahrungen gemacht, die besonders wertvoll für euch waren? Vielleicht weitermachen. Ich muss erstmal nachdenken. Ich habe immer so eine Situation, die mir dann auch so beim drüber nachdenken immer in den Sinn kommt. Ich war irgendwann, waren wir abends im Zentrum feiern und ich weiß nicht mehr genau, wie es dazu gekommen ist, aber ich stand letztendlich mit 3 anderen am Pissoir. Der eine in Chinese, der eine in Niederländer, der andere in Deutsch und wir haben uns alle auf Deutsch unterhalten. Ich weiß nicht mehr, worum es ging, aber alle konnten Deutsch und das war so das, was uns verbunden hat und wir haben über irgendwas gequatscht. Aber das, ja, es war sehr eigenartig, so durch Zufall und dann spricht man mit Deutsch miteinander. Das war so was irgendwie hängen geblieben ist, weil man das ja auch nicht so aller Tage erlebt. Ja, erwartet man nicht. Ja. Ansonsten, ja, was ich niemandem empfehlen kann, ich habe direkt am ersten Tag meinen Reisepass mit, also einen Beutel mit Reisepass in einem Bus liegen lassen, das ist auch so direkt so der erste Tag, das bleibt natürlich auch hängen, sollte man nicht unbedingt wieder machen, danach hatte ich sie immer gefühlt permanent in der Hand und das ist dann auch was. Hast du sie denn wiederbekommen oder musstest du das neu beantworten? Der Busfahrer hat es dann mitgenommen, ich habe einen Chinesen angequatscht und dann hat er da rumtelefoniert und sowas, also ich kannte ihn nicht, ich habe ihn gefragt, hier, ich habe die Tasche verloren, kannst du mal den Busfahrer fragen, weil auch von dem Personal dort haben sehr wenige Englisch gesprochen, was so Restaurants und auch öffentlichen Nahverkehr angeht. Mhm. Und der hat das dann für mich übersetzt und halt da ist mit mir nochmal zu der Station zurückgefahren. Mhm. Und am Ende haben die das dann auch dort in diesem Laden, so im Haus liegen gehabt und sowas. Das ging also relativ fix, aber es war trotzdem so eine halbe Stunde, wo ich schon echt Panik hatte, weil wenn dann direkt am Anfang, und da waren auch relativ viel Geld drin, was ich am Anfang abgehoben habe und so, das sollte man nicht unbedingt machen, aber es war so... Manchmal muss das passieren, dass man einfach aufmerksamer wird. Ja, stimmt. Gleich mal, also wenn das Schlimmste am Anfang, was passieren kann, eigentlich schon weg ist, dann kann man sagen, jetzt kann eigentlich nichts mehr schief gehen. Danach ist man entspannter, ja. Weil man weiß, wie man agieren muss. Schon überstanden. Ja, sehr schön. Bei mir hat sich eingebrannt in meinem zweiten Praktikum, im zweiten Semester, als ich dann, also erstmal war, als ich zurückkam im Sommer, bin ich kurz zurückgekommen. Da war krass, als ich dann Freunde hier im Rocket getroffen habe, diese Nähe, als sie mich umarmt haben, ich war so überfordert davon. Das war so ein Ding, was sich eingebrannt hat. Und das zweite war im Praktikum mit Obdachlosen zusammen. Hm. So eine Arbeit, die ich mir nie, wo ich immer gesagt habe, nee, in die Richtung kann ich nicht gehen, das geht mir zu nah. Und letztendlich bin ich da so aufgegangen in dieser Arbeit. Das war echt der Wahnsinn und das war eine Erkenntnis, die mein Leben schon verändert hat, ne? Weil das auch die Richtung ist, in die ich jetzt gehen will und wo ich merke, da geht mein Herz so auf. Mhm. Und dafür bin ich sehr dankbar, ja. Das ist spannend. Mhm. Ist ja wirklich nachhaltig was mitgenommen. Ja, und was waren so, ich sag jetzt mal so, neben dieser Corona-Situation und was die so für Herausforderungen mit sich gebracht hat, was waren sonst noch so vor Ort die größten Herausforderungen und wie seid ihr damit dann so umgegangen? Also, nachdem erstmal alles weg war. Ja, also ich glaube, für mich ist natürlich anders als Frankreich halt einfach die Distanz nach Hause. Man kann sich nicht theoretisch in Zug setzen und nach Hause fahren, sondern du musst immer 7-8 Stunden nach Hause fliegen und das kostet auch sein Geld. Man kann das also nicht machen. Ich habe das genau einmal gemacht, im neuen Jahr dann. Aber ansonsten, natürlich kann man heutzutage nach jeden Tag skypen und sowas. Das habe ich auch gemacht, weil Freunde sitzen zu Hause, Familie sitzt zu Hause, Freunde sitzen zu Hause und so. Einfach, dass man da den Kontakt immer hält, das hilft einem auch, einfach füreinander irgendwie da sein zu können. Aber es ist halt einfach schwierig, weil diese körperliche Nähe fehlt. Und ich war dann, ich weiß nicht, halt 5 Monate, 6 Monate von meiner Freundin getrennt. Und wenn man dann wiederkommt, wir haben uns halt kurz vor, bevor ich nach China geflogen bin, erst kennengelernt. Mhm. Und es ist halt, kann ich in der Theorie jetzt nicht unbedingt empfehlen, es ist halt eine scheiß Situation, wenn man sich so gar nicht richtig kennt und dann schon wieder getrennt ist und so dieses Wiedertreffen und so war schon sehr eigenartig, weil man halt diesen wie sie schon sagte, so Körperkontakt nicht mehr gewohnt war. Das ist auf einmal,
ist die andere Person wieder da und man hat wieder so einen normalen Alltag, aber es ist einfach noch so ungewohnt. Und ich finde, allgemein muss man irgendwie damit klarkommen, wenn man zumindest in den asiatischen Raum fliegt, dass es einfach weit weg ist. Dass man nicht einfach so seine Familie da hat und sowas. Das ist, glaube ich, was, womit man auch erstmal mal klarkommen muss, dass man dann halt auch einfach mal abends alleine auf dem Zimmer sitzt und so und halt sich alleine fühlt und so. Das ist halt nun mal eine Tatsache. Das macht es nicht unbedingt leichter, aber muss man am Ende irgendwie mit klarkommen und man weiß es ja letztendlich vorher, dass es so wird. Ich musste gerade so ein bisschen schmunzeln. Ich habe meine Freundin nämlich auch kurz bevor ich nach Frankreich gefahren bin kennengelernt. Ja, da war es, also ich glaube auch die größte Herausforderung war wirklich durch Corona nochmal angeschoben, das Alleinsein. Und das auch sich eingeschlossen fühlen. Also ich habe mich sehr gefühlt, wie ich bin jetzt hier in einem Käfig drinne und kann nicht rausgehen. Mir wurde, das wurde ja alles verboten. Und das war, glaube ich, die größte Herausforderung, da trotzdem auch die Kontakte, die ich geknüpft habe, jetzt auch wenn ich wieder nach, auch als ich wieder nach Deutschland gekommen bin, die Kontakte auch zu halten, weil ich da auch nicht so richtig wusste, wie kann ich jetzt Frankreich in meinem Herzen behalten und die Menschen auch, obwohl ich weiß, ich sehe die maximal alle 2 Jahre, wenn ich mich darum bemühe, überhaupt hinzufahren. Ne? Also auch die Menschen, die man dort gesammelt hat, irgendwie mitzunehmen. Also im Herzen sind sie auf jeden Fall, aber dass irgendwie die 2 Leben, die man da hat, zusammenzubringen. Und was hat euch in einsamen Momenten oder ja, also was hat euch da besonders geholfen? Ich glaube, also du meintest ja deine Kommilitonen oder gibt es auch eine Ressource oder so, die man so selber mitbringen kann, die einem dann hilft? Ich glaube, rausgehen, wenn es dann möglich ist. und das Neue wagen und auch, manchmal ist es ja schwierig, trotzdem diese Schwelle zu übertreten und jetzt mit Fremden, am Anfang sind sie ja alle fremd, Menschen rauszugehen und trotzdem das zu wagen, also es immer wieder zu versuchen. Und bei mir war es auch so, dann, als ich in dem Haus gelebt habe, das waren auch so Abendbrot zu essen zusammen, das war auch immer so für mich das Highlight des Tages, alle zu sehen, die dann auch mal was erzählen. Das war trotzdem ein bisschen Gemeinschaft zu haben. Ja, ich würde mich dem so ein bisschen anschließen. Und bei mir war es halt einfach mit zu Hause zu telefonieren und sowas. Ich glaube, das ist ein Privileg, das wir haben, einfach so einfach nach Hause telefonieren zu können. Auch wenn das in China natürlich alles ein bisschen eingeschränkt ist. Man muss halt dann seine Tools finden über Skype und sowas, weil WhatsApp funktioniert nicht. Das muss man halt mit klarkommen. Aber für mich waren es auch einfach die Kommilitonen vor Ort, die halt für einen da waren irgendwie. Dann ist zwischendrin Familienmitglied gestorben und sowas. Das ist auch, dann kommen halt einfach mal Leute vorbei und man verbringt halt einfach mal einen Abend zusammen. Oder wenn man halt wirklich mal einen Kopf frei bekommt, geht man halt in Shanghai feiern. Das ist, glaube ich, auch einfach was, dann denkst du an nichts mehr, sondern hast nur noch deine geile Party, kostenlosen Alkohol und versuchst irgendwie nach Hause zu kommen. Und dann hat man zumindest mal so einen Abend, wo man einfach mal abschalten kann. Und mal alles andere vergessen kann. Und ich glaube, das hilft auch zumindest über eine gewisse Zeit. Und ansonsten sind auch so die Verantwortlichen von der CDHW, der Vizepräsident ist ein Deutscher und so, die können auch relativ viel Deutsch im Personal. Also da hat man auch immer Ansprechpartner, wo man hingehen kann, die halt dann nicht über eine Sprachbarriere mit einem kommunizieren, sondern man kann einfach auch mal bei Problemen mit denen sprechen. Und die sind da auch eigentlich immer für einen da gewesen und haben sich darum gekümmert, dass es uns gut geht. Das war sehr schön. Aber ich kann beruhigen, wir haben hier auch einen Lagerkoller gekriegt. Also das war, oder war doch auch alles so, dass man so dachte, naja, ich möchte bitte rausgehen. Ich glaube, globaler Lagerkoller war so. Ja. Kann man das Jahr 2020 überschreiben. Welchen Ratschlag würdet ihr denn anderen Studierenden geben, die auch wirklich an die jeweilige Hochschule gehen wollen, an der ihr sozusagen jeweils wart? Na, oder ins Land, ne? Oder, ja, auch das Land an sich. Ich würde sagen, grundsätzlich rechtzeitig anfangen, das habt ihr ja vorhin auch schon angesprochen. Ja. Also für den Doppelbachelor auf jeden Fall ein Jahr vorher sollte man mit dem Entscheidungsprozess eigentlich fast fertig sein, weil das dauert auch alles. Diese ganzen Anträge, dann Reisepass beantragen, Impfungen machen, das muss man alles vorher machen. Man muss sich um seine Wohnung kümmern, was passiert mit deinem ganzen Kram. Einfach da rechtzeitig drüber nachdenken. Für diesen Doppelbachelor speziell würde ich sagen, man sollte nicht versuchen, man sollte nicht zu viel von den Inhalten erwarten, da wurden die meisten von uns so ein bisschen enttäuscht. Der Unterricht war jetzt
qualitativ sehr durchwachsen. Es gab gute, es gab wirklich schlechte Fächer. Mhm. Wir haben jetzt einen Jahrgang nach uns, die hinfahren. Denen habe ich auch gesagt, geh dorthin, bereist das Land, lernt die Leute kennen, lernt die Kultur kennen und habt einfach Spaß neben der Uni, aber fokussiert euch nicht zu sehr auf diesen Uni-Abschluss, auf dieses. Natürlich ist es wichtig, dass man den noch macht, nicht, dass man da hinfährt und dann durchfällt. Ist halt auch blöd, aber einfach, ich habe sehr viel Fokus darauf gelegt, da einfach gut durchzukommen, aber es hätte weniger sein müssen und das ist einfach das, was ich den Leuten sagen kann, dass man da sich weniger, zumindest für diesen Doppelbüchser speziell, drauf fokussieren muss, sondern halt, ich habe wenig von dem Land gesehen leider, was auch ein bisschen an Corona lag, aber ich hätte definitiv mehr machen können und das ist ein bisschen das, was ich anderen Leuten sagen würde, was sie ändern können. Also strukturieren und durchplanen vorher ist ganz wichtig. Ja. Aber das sind ja sehr hilfreiche Tipps, also oder dass man wirklich sich vorher damit beschäftigt und nicht sagt, ich möchte im nächsten Semester ins Ausland. Vor allem kann man dann auch so Sprachkurse und sowas rechtzeitig anfangen. Ich habe halt ein Semester gemacht, zwei Semester wären vielleicht besser gewesen, aber das findet man dann vor Ort. Ich meine, Englisch kann man eigentlich ja irgendwie und damit kommt man meistens doch recht weit. Nicht in Frankreich, aber da kommt es halt drauf an. Das Klischee stimmt, die können kein Englisch. Ja, in Paris vielleicht noch ein bisschen, aber das stimmt. Ja. Und, aber ich kann prinzipiell nur sagen, wenn man überlegt, einfach machen. So an der IAH, die Leute unterstützen einen bei uns im Fachbereich. Es gibt viele Dozenten, die selber auch schon im Ausland waren, die einen immer dazu ermutigen, die einen auch unterstützen. Das stimmt, und prinzipiell, es sieht jetzt nicht nur gut im Lebenslauf aus, sondern es ist einfach eine Erfahrung, die einen schon irgendwie weiterbringt und meistens hat man doch später im Leben eher weniger die Zeit für sowas, auch über einen längeren Zeitraum mal ins Ausland zu gehen oder so. Und das ist, glaube ich, einfach, jetzt hat man so ein bisschen noch, man ist noch jung, man kann noch viel, viel machen, man sollte es auch einfach irgendwie nutzen. Natürlich spielt Geld immer eine Rolle, aber sobald das irgendwie möglich ist und da ist, sollte man auch einfach die Gelegenheit nutzen, finde ich. Und Erasmus und Auslands-BAföG, das sind, also ich habe noch nie so gut gelebt wie in Frankreich, ich lebe jetzt spartanischer, als ich in Frankreich gelebt habe. Also das war schon eine gute Finanzierung. Und ich muss vielleicht noch addieren zu dem, was ich vorhin zu der Hochschule gesagt habe, dass die Menschen, die dort waren, die Professoren und auch die Erasmus-Beauftragte, die waren diejenigen, die auch immer nachgefragt haben, wie geht's dir. Also es war eine sehr familiäre Hochschule und es hat mir auch sehr geholfen. Auch wenn es mich jetzt professionell haben mich die Praktika extrem weitergebracht. Mhm. Das würde ich auch jedes Mal wieder so unterschreiben, dass ich lieber Praktika mache als Blockunterricht. Und die haben gerade die Chloe, die Erasmus-Beauftragte war, hat jede Woche nachgefragt, wie geht's dir, weil sie eben auch wusste, ich bin allein. Ne? Mhm. Ja, super. Dann bedanken wir uns. Noch ich würde gerne noch was zum Thema China einfach anmerken. Okay. Jeder, der in das Land geht, sollte sich vorher einfach mit der Politik auseinandersetzen. Denn ich bin selber recht blind dorthin gegangen, habe wenig, also natürlich mich ein bisschen damit beschäftigt, aber einfach, man sollte selber wissen, dass man damit dieses System irgendwie auch unterstützt. Und ich finde, es ist einfach eine Politik, die ich selber nicht unterstütze. Und man sollte einfach nur selber darüber Bescheid wissen und sich selber im Klaren sein, ob man das deswegen machen will oder nicht, oder ob man das sozusagen mit seinem eigenen Gewissen vereinbaren will. Es ist einfach nur jetzt nicht dorthin fahren und seinen Spaß haben, sondern ich finde persönlich, es ist einfach wichtig, dass man da so ein bisschen nicht ganz unbewandert reingeht und so das einfach so aus meinem Punkt jetzt im Nachhinein, weil ich habe es meiner Meinung nach ein bisschen falsch gemacht, sondern einfach sich da informieren und nicht, also halt aufgeklärt hingehen, weil vor Ort ist es eher, kommt ja sozusagen weniger durch die Medien, was ringsrum so passiert, aber ist einfach für mich selber mittlerweile ein Thema, was recht wichtig ist, was ich auch meinen Kommilitonen immer sage, die dorthin gehen will, beschäftigt euch einfach damit. Aber es spricht nochmal das an, was auch Julia und Nancy betont haben, dass man sich also vorbereiten sollte, auch interkulturell, also einfach, okay, es ist ein anderes Land, es ist eine andere Kultur und dass man sich vorher mental zumindest auch mal damit auseinandergesetzt hat. Ja. Und wenn man Brot in Frankreich bestellt, bringen die immer Baguette mit. Sehr wichtig. Haben wir heute nicht dabei, aber stimmt. Genau. Unser Kaffee ist jetzt auch nicht auf französischen Standards. Aber der ist jetzt alle, deswegen wirklich noch dran arbeiten. Sollten wir zum Schluss kommen. Ja. Wir bedanken uns ganz herzlich bei Friesemann und Laura für euren sehr umfassenden Bericht und ich gehe davon aus und hoffe, dass es inspirierend ist für Outgoer-Interessierte und euch einen guten Einblick gegeben hat. Und Links und so weiter posten wir in der Beschreibung. In der Beschreibung. Genau. Ja. Und jetzt haben wir noch
mehrere Erfahrungsberichte von Outgoern, die sich derzeit im Ausland befinden und Videos vorbereitet haben, um uns einen kleinen Einblick zu bieten. Genau. Terre du Lamast, mein Name ist Laurin. Ich habe Medizintechnik an der EAH in Jena studiert und durfte mein Auslandssemester in Tallinn in Estland verbringen. Dort konnte ich in einem so facettenreichen halben Jahr ganz viele wunderbare internationale Leute kennenlernen, mich akademisch weiterentwickeln, neue Kulturen entdecken. Mein Tipp, Erasmus einfach bewerben, ist eine der besten Zeiten, die ich erlebt habe. Und als ein Highlight war vielleicht bei minus 22 Grad Celsius von der Sauna in den Schnee zu hüpfen. Hallo, ich bin Lea und studiere seit einem halben Jahr in Groningen an der Hanse Hogeschool in den Niederlanden. Hier verfolge ich ein Programm zur positiven Psychologie und studiere an der Ernst-Haber-Hochschule Soziale Arbeit. Entschieden habe ich mich für dieses Land und auch für das Erasmus, da ich einfach neue Erfahrungen sammeln wollte, neue Leute kennenlernen und bin sehr froh über diese Entscheidung, da ich wirklich neue Freunde auch innerhalb Deutschlands kennengelernt habe, viel über mich selbst gelernt habe und allgemein wirklich Erfahrungen fürs Leben mitnehmen kann.